Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. In der letzten Folge haben wir Easter geklärt. Ich habe gesagt, wir wollen das Easter Egg angucken, aber dann ist mir das Spiel abgeschmiert, dann musste ich alles nochmal machen, dann haben sie mich getötet und jetzt sind wir wieder hier und ich habe keinen Bock mehr. Ich werde es mal versuchen, nachdem wir fertig sind mit dem Spiel. Ich habe jetzt auch nichts gelootet, weil es lohnt sich jetzt nichts mehr. Jetzt gehen wir einfach mal kurz. Teleport zu Xardas. Genau. Porten uns darüber und dann sehen wir weiter. Da sitzt Xardas und wir reden mit Xardas. Zuben ist tot. Seine Macht ist nicht mehr auf dieser Welt. Und darauf kommt es an. Auch Belias Einfluss wird schwächer. Doch noch ist es nicht vorbei. Ich habe den Stab des Wanderers. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Nun gut. Behalte ihn. Er wird uns noch nützlich sein. So, ich habe alles getan, was notwendig ist. Dann sind wir jetzt bereit. Bereit, um diese Welt gemeinsam zu verlassen. Mit dem Stab und dem Zepter werden wir das Portal zum unbekannten Land öffnen. Und dann? Und dann gehen wir hindurch. Es ist, wie ich sagte, niemand kennt das Ziel des Weges, den wir beschreiten. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ich werde hier sein. Wo auch sonst. Woher weißt du, dass sich das Portal öffnen wird? Nun, ich sitze nicht den ganzen Tag nutzlos herum. Eigentlich ein schon. Ein paar wenige Sachen konnte ich herausfinden. Dazu gehört, dass Stab und Zepter viel älter sind als alles, was wir kennen. Und? Und, dass sie von gleicher Machart sind wie das Portal. Ja, das Portal wirft viele Fragen auf. Wer hat es erbaut? Warum gibt es keine Aufzeichnungen darüber? Wann wurde es errichtet? Ich hatte viel Zeit, um die Zusammenhänge des Universums zu studieren. Und trotzdem bin ich noch weit davon entfernt, sie zu verstehen. Alles, worum ich dich bitte, ist, gehe diesen Weg mit mir zusammen. Denn alleine vermag ich es nicht. Du bist der Entscheider. Okay, wir gehen mal kurz weg. Wir überlegen uns das jetzt mal kurz. Der Weg des Entscheiders. Sollen wir es wagen? Ich guck mal kurz ins Questlog. Also gut. Die zwei würden wir nicht machen. Das würden wir nicht machen. Die werden wir nur hinkriegen, wenn wir in Geldern alles umlegen. Verzeihung. Befreie Nordmark kriegen wir auch nicht hin. Stollengrollen können wir noch machen. Das machen wir noch. Stollengrollen machen wir noch. Befreie Nordmark dauert eine Weile, Mana pflanzen dort auch, der Druidenstein, die Kopfgeldjagden. Ja, gut. Das wird ein bisschen schwierig. Aber Stollengrollen ist machbar. Alles, was wir dazu brauchen, ist Teleport zum Hammerclan. Denn ich habe mich schlau gemacht. Wir haben ja immer mehr auf Stärke gelevelt. Was aber ein Fehler war. Die Voraussetzungen sind, ich bitte um Trommelwirbel. 120 Ausdauer. Mehr nicht. Mehr ist nicht nötig für diesen scheiß Stollenrollen. Möglich ist alles. Wie viel Ausdauer haben wir? 108. Kriegen wir schnell hin, dass wir auf 120 kommen. 5%. Ach. Ich weiß nicht. Nein, das waren es nicht. Das gibt doch nur wieder Ärger. Maximales Mana. Und es kommt noch schlimmer. Hier, Harnischkraut plus 2. Was brauchen wir für die Tränke? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ausdauertrank, Ausdauertrank, Ausdauertrank. Haben wir gar nicht gekauft. Wow. Wow, sind wir gut drauf vorbereitet. Okay. Dann teleporten wir uns mal nach. Keine Ahnung, wo porten wir uns hin?
wir einen Teleportstein nach Aishidim. Was kann denn schon groß passieren? Belia-Tempel in Bakaresh, Morasö, Nemora. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Rota, wo wollen wir hin? Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Nein, Kaptun will ich nicht. Okara nicht, Redok nicht, Silden. Obwohl doch, komm, gehen wir mal nach Redok. Da müsste doch noch ein Schrein stehen. Wenn wir mit dem Schrein nichts anfangen können, dann müssen wir uns einen Wassermagier suchen, der uns was beibringt. Das heißt, wir müssen zurück in die Wüste. Okay, hier steht kein Schrein. Also gehen wir nach. Ja, ich will nicht ins Kloster. Obwohl, doch, kommen wir mal ins Kloster. Hallo, Pyran. Die haben doch hier unten auch einen Schrein. Da. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Entweder sagt er jetzt ja oder nein. Oliver. Platz da. Oliver. Alter, zisch ab, Mann. Ich will einen Schrein. Bring mir. Ja, okay, das will ich nicht lernen. Quatsch mal mit den Feuermagiern, vielleicht kann mir einer von denen noch Ausdauer gewähren. Okay, auch nicht. Oliver, verpiss dich jetzt. Oliver, nein. Oh, ganz ehrlich, ich hasse die NPCs manchmal. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Mörder. Ich wette. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wenn das so weitergeht, werden wir dich... Ja, ist okay, Kumpel. Gut, ich suche einen Schrein. Hör bloß auf. Hat der Eltern überhaupt Schrein gehabt? Ah, so viel ich mich nicht erinnern kann, glaube ich gar nicht. Die hatten einen Tempel, aber keinen Schrein. Boah, so langsam geht mir das auf den Sack wegen der scheiß Ausdauer. Wisst ihr was, wir gehen doch nach Silden. Weil da ist einer, da, das weiß ich noch. Hallo Speer. Hallo Brontop. Hallo Orksöldners. Nein, Krieger, nein. Ich bete nein. Hier zuerst. Nein. Okay. Wir müssen in die Wüste. So, jetzt muss ich kurz auf die Weltkarte gucken. Wo war ein Wassermagier? Bei Braga, glaube ich. Ja, wir porten uns jetzt einfach mal nach Braga. Hier, Teleport Braga. Ah. So. Hier irgendwo in einem Ruinenfeld saß doch ein und den haben wir dann weggebracht. Bloß wo haben wir den gebracht? Daher stimmt oben ins Gebirge.
Da gehen wir jetzt auch hin. So. Ja doch, wir sind hier lang und dann sind wir da hoch. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Wo uns so eine Armee Sandcrawler entgegenkam. Genau. Gut, dann wäre das jetzt schon mal geklärt. Dann können wir uns Ausdauer holen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Genau hier lang. Dann sind wir da ein Stück entlang gelaufen. Genau. Gut. Jetzt, wo ich den Weg habe. Hier ist das so eine stinkende Blutfliege. Die natürlich jetzt nicht mehr da sitzt. Da sitzt die zweite. So. Und da ist die Höhle. Denke ich jetzt mal. Na, das werden wir aber gleich sehen. Ja, hier sind wir richtig. Hallo, Nomadens. Nomadens. Was willst du? Riordan. Gewähre mir aus. Gewähre. Mhm. Perfekt. So. Das war's. Dafür sind wir in die Wüste gekommen. Nur dafür. Zurück zum Hammerclan. Trinken wir Stollenrollen. Und danach gehen wir zu Xardas und suchen das Portal. Ungolf. Und du? Ja, ich denke drüber. Ja, gut, das haben wir schon. Gib mir den Schnaps. Hier. Ein. Was? Ganz ehrlich, Leute, ihr könnt mich jetzt mal. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen scheiß Schnaps. Vielleicht waren es doch 160. Egal, gehen wir jetzt zu Xardas und dann hauen wir ab hier und. Scheiß mal drauf. Ich bin bereit für das unbekannte Land. Mich hält hier auch nichts mehr. Also dann. Ja, Zeit zu gehen. So. Und ihr dürft jetzt dreimal raten, wo wir hinlaufen. Richtig. Nach Myrtana. Mit Xardas. Also wir laufen jetzt durch ganz Nordmar. Und durch Halbmyrtana. Ich lasse mal Xardas vorlaufen. Und laufe mal unauffällig hinterher. Gut. Ah, er läuft oben lang. Ja, genau, stimmt. Er läuft über den Pass bei Sylden. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast da. Aber jetzt laufen wir schon mal hinterher. Es werden noch einige Gefahren auf uns stoßen.
einige kleine Gefahren und einige 3, 4, 5 Meter große. Ich glaube 3 oder 4 Stück davon. Und ich höre doch Schwerter zücken. Ah. Die Assassinen, die uns... Was seid ihr für Heilis? Killer. Irgendjemand will wohl verhindern, dass wir ins Heilige, also dass wir abhauen. Wer sagt's denn? Geht doch. Es wird Zeit, die... Es wird... Okay, du weißt nicht, wer diese Killer sind. Ich durchsuch's jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass da irgendwelche Aufzeichnungen sind. Satus Order. Wer ihn umlegt, bekommt 1000 Goldstücke. Wow. Scheiß Assassin, Alter. Ich bin denen nur 1000 Gold wert. Ja, gut. Schauen wir mal, wie viele Killer da noch kommen. Die von uns auf die Fresse kassieren. Ach man. Du willst es nicht. Um dich ist. Dich wird niemand vermissen. Nein, wird wirklich niemand. Aber Xaras, kannst du jetzt mal aufhören, immer hin und her zu laufen? Ja, hier waren wir schon. Ich erinnere mich. Du willst mir nicht wehtun. Hallo, wie sonst? Nee, also, einige Quests haben wir ja gar nicht gemacht. Und noch viel mehr Quests haben wir gar nicht gefunden. Ich kenne noch ein paar Quests. Jägerquests, die ich nicht gemacht habe. Und halt die extrem viele Assassinen-Quests, die wir nie gemacht haben, weil wir gegen die Assassinen waren. Und die ganzen Rebellen-Quests, also... Das Spiel hat einfach einen so hohen Wiederspielbarkeitswert, dass ihr das einfach, wenn ihr das selber zocken wollt, sucht euch euren eigenen Weg. Ich habe meinen Weg gewählt und ich beende meinen Weg jetzt. Weil wir sind im Endgame. Dann gibt es noch unzählige Waldläufer-Quests. Boah, es gibt einfach so viele Quests. Die können wir eigentlich... Ja, wir können nicht alle Quests machen, ihr habt's gesehen, entweder bin ich für die Assassinen oder bin ich für die Nomaden. Entweder bin ich für die Orks oder für die Rebellen. Entweder mache ich die Nordmark-Quests oder ich lasse es bleiben. Also ihr müsst euch da selber entscheiden, wenn ihr euch das Spiel holt. Ansonsten, ja, was bleibt es noch groß zu sagen? Schauen wir mal, was jetzt noch auf uns zukommt. Die Folge ist ja gleich vorbei. Hier sind ziemlich viele Bisons unterwegs. Aber wir haben ja genug Proviant dabei. Ich kann es dir mal kurz zeigen. Wir haben genug Schriftrollen. Die Teleporterungen bringen uns im neuen Land nichts mehr. Wir haben Rüstungen, Waffen. Waffentechnisch sind wir ausgerüstet wie eine Armee. Auch nahrungsmäßig haben wir eigentlich genug. Um Jahrmillionen zu überleben. Naja, vielleicht nicht ganz so lang, aber lang genug. Um dich ist es nicht schade. Schade, dass du bist langsam geworden. Gut, wir lassen die Wölfe vorbei, weil wir müssen jetzt nicht jedes Viech umbringen, was unseren Weg kreuzt. Das müssen wir später in Nortana noch zur Genüge. Aber ich würde sagen, wir beenden die Folge hier jetzt erstmal und sehen uns dann in der nächsten Folge, die wahrscheinlich die letzte Folge sein wird. Wir werden sehen. Bis dahin, auf Wiedersehen.